Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des wohlerfahrenen Speismeisters. Heute vollständiges und von neuem vermehrtes Trinzierbuch. Obwohl nicht explizit genannt, stammt das Buch aus der Feder des Dichters Georg Philipp Haasdörfer aus dem Jahre 1657. Wie üblich für die Zeit beginnt das Buch mit einer Widmung an den Grafen. In diesem Fall Maximilian Willibald von Waldburg-Wolfegg, der hier mit all seinen Titeln aufgelistet ist. Am besten gefällt mir Geheimrat. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit dem Tischdecken. Leider sehen wir hier auch direkt einen Malus. Es wurden Seiten entfernt, vermutlich um die darauf befindlichen Holzschnitte einzeln zu verkaufen. Wie schön diese waren, sehen wir auf den folgenden Seiten, die kunstvoll gefaltete Servietten zeigen. Im zweiten Teil geht es dann um das eigentliche Thema, die Tranchierkunst nach italienischer Art. Haasdörfer beginnt dabei mit dem Wichtigsten, dem Werkzeug. Auch heute noch würde man zum Zerlegen von Fleisch derartige Gabeln und Messer benutzen. Auf den folgenden Seiten beschreibt Haasdörfer für jede Fleischart die Zerlegung und Vorlegung zuerst in Wort und dann in Bild. Angefangen mit Kapaun, über Hühnchen, Fasan, indianischen Hahn oder Truthahn, Welschenhahn, Rebhuhn, Auerhahn, Gans und Ente. Etwas martialischer wird es dann bei Kalbskopf und Schweinskopf. Im dritten und vierten Teil geht Haasdörfer auf die Saisonalität von Gerichten ein und stellt einige große Bankette und Schauessen vor. Im fünften Teil schließlich zeigt sich, warum ein Tranchierbuch von einem bekannten Dichter geschrieben wurde. Haasdörfer stellt und beantwortet 25 Tischfragen zur Konversation bei Gastmählern. Blättern wir durch das Kapitel, sehen wir etwas, das bis heute noch bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen üblich ist. Am Rand fassen Stichworte die einzelnen Absätze zusammen. Die Fragen, die Haasdörfer stellt, sorgen sicher immer noch für gute Unterhaltung. Wie oft man den Tag über essen soll, ob man mehr zum Mittag oder zu Abend essen soll oder ob zu einem guten Gespräch mehr Verstand oder mehr Gedächtnis erfordert werde. Zum Abschluss ein Gedicht von Haasdörfer, mit dem er das Kapitel zu den Tischfragen einleitet. Dir den Hunger nun mit Speis und Trank vergnüget, hört, hört, so manche Frag- und Gegenursach an. Es ist der beste Freund, der in dem Streite sieget, der allerliebste Gast ist, der viel sagen kann. Der wohlerfahrene Speismeister wünscht gute Unterhaltung.